Ja, guten Abend und herzlich willkommen zum Vortrag von Professor Norbert Frey über Hitlers Eliten nach 1945. Die Spuren des NS-Staates wurden nach der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht im Mai 1945 nicht einfach getilgt. Es gab keinen radikalen Umbruch in der deutschen Gesellschaft, keine Unterbindung der Kontinuitäten, die erhoffte Stunde Null blieb aus. Und so setzten mit Ausnahme der politischen NS-Spitzen viele Mediziner, Juristen, Journalisten, Wissenschaftler, Militärs und Unternehmer ihre Karriere nach dem Ende der Entnazifizierung ungebrochen fort. Sie knüpften an ihren alten Seilschaften an und so wurden Politik und Gesellschaft der jungen Bundesrepublik über zwei Dekaden hinweg von Männern mit Vergangenheit geprägt und bestimmt. Doch was bedeutet das für die Demokratie? Wie sahen die politischen und moralischen Folgen aus? Und wie gehen wir heute mit dieser ambivalenten Geschichte in den Gründerjahren der Bundesrepublik um? Vor allem dann, wenn politisch Rechte mit ihrem Verlangen nach einer heilen Geschichte in unserer Gesellschaft vermehrt Gehör finden. Darüber werden wir gleich mehr von unserem Referenten erfahren, den ich Ihnen zuvor kurz vorstellen darf. Professor Dr. Norbert Frey studierte Neuere Geschichte, Politik und Kommunikationswissenschaften in München, wo er zudem eine Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule absolvierte. Später war er Lehrstuhlinhaber für Neuere und Neueste Geschichte an der Ruhr-Universität Bochum. Fellowships und Gastprofessuren führten ihn unter anderem an die Harvard University, an das Wissenschaftskolleg zu Berlin, an das Institute for Advanced Study in Princeton sowie an die Hebrew University Jerusalem. 2010 bis 2011 war er Theodor Heuss Professor an der New School for Social Research in New York, 8 Jahre später dann Gerda Henkel Visiting Professor an der Stanford University. Heute lehrt Norbert Frey Neuere und Neueste Geschichte an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und ist Leiter des Jena-Center Geschichte des 20. Jahrhunderts. Zu seinen Veröffentlichungen gehören unter anderem Vergangenheitspolitik, die Anfänge der Bundesrepublik und die NS-Vergangenheit oder 1945 und wir, das Dritte Reich, im Bewusstsein der Deutschen. Als Mitautor veröffentlichte er zuletzt zur rechten Zeit wieder die Rückkehr des Nationalismus sowie ein Verbrechen ohne Namen, Anmerkungen zum neuen Streit über den Holocaust. Nach mehreren Neuauflagen erschien im vergangenen Jahr die Taschenbuchausgabe von Hitlers Eliten nach 1945, eine, wie es in der Frankfurter Rundschau heißt, atemberaubende Untersuchung. Darauf freuen wir uns. Herzlich willkommen, lieber Professor Frey. Einen schönen guten Abend und Dankeschön, liebe Frau Paul, für die freundlichen Einführungsworte. Ich freue mich, mal wieder hier in Saarbrücken zu sein und habe gerade mich eben vergewissert, dass das letzte Mal, als ich hier war, die Lage der Stiftung noch nicht ganz so verkehrsgünstig war. Das war damals noch die schöne alte Villa, da auch bisschen weiter weg von hier. Jedenfalls bin ich froh, wieder, wie gesagt, hier zu sein. Und wenn ich mir das so zu sagen erlauben darf, dann hat Frau Paul in ihrer Anmoderation und in ihrer Vorstellung einerseits viel zu viel versprochen, jedenfalls was den Vortrag angeht. Wir können sicherlich auch über die Auswirkungen bis heute dessen, worüber ich sprechen will, natürlich in der Diskussion uns noch austauschen. Andererseits hat sie sozusagen 2, 3 Begriffe verwendet, an denen ich genau sozusagen heute ein bisschen kratzen will, nämlich die Frage der Kontinuität und wie sich's mit dieser Kontinuität, wie sich's auch mit dieser Stunde Null, die es selbstverständlich nicht gab, aber wie sich's dann doch auch mit Fragen der Entnazifizierung und ihrer Bedeutung so im Einzelnen verhielt. Ich hoffe also, dass Sie mir dabei folgen, wenn ich versuche, nicht so sehr einzelne Biografien jetzt hier vorzuführen, sondern wenn ich versuche, gewissermaßen einen strukturellen Zugriff auf die Probleme zu legen,
die uns oder die Deutschen damals, wir alle hier im Raum waren das ja nicht, die Deutschen nach 1945 beschäftigt haben. Und ich glaube, man frönt jetzt gar keinem Sensationalismus, wenn man sagt, dass das Thema, über das ich spreche, in Deutschland jahrzehntelang alles andere als willkommen war. Und das hing natürlich damit zusammen, dass die Menschen, um die es ging, sozusagen präsent gewesen sind in der Gesellschaft, anders als heute. Man kann sagen, im Westen wie im Osten dieses Landes machte sich geradezu verdächtig, wer danach fragte, wie viel personelle Kontinuität die beiden 1949 ausgerufenen Republiken mit dem untergegangenen NS-Regime verband. Das galt jedenfalls immer dann, wenn sich die Frage nicht auf das jeweils ja feindlich sich gegenüberstehende Gegenüber bezog, sondern mit kritischem Blick auf den jeweils eigenen Staat, also auf die Bundesrepublik und auf die DDR, formuliert wurde. In der offenen Gesellschaft der Bundesrepublik ließen sich solche Fragen, vor allem dann seit den 60er Jahren, natürlich nicht wie in der DDR einfach unterdrücken. Dennoch, die Neigung, sich ihnen zu stellen, war auch im Westen nicht sehr groß und im Grunde blieben solche Fragen die Sache kleiner Minderheiten jenseits der staatstragenden Parteien. Die Erklärung für diese Zurückhaltung lag auf der Hand, sie wurde aber selten ausgesprochen. Beide deutsche Staaten verstanden sich ja als die einzig legitime Antwort auf das Dritte Reich und hier wie dort konnte sich die Führung ihr Volk nicht wählen, wie Bertolt Brecht einst vorgeschlagen hat, damals in seinem konkreten Fall bezogen auf die DDR nach dem 17. Juni 1953. Im Abstand eines Dreivierteljahrhunderts, das uns von der Nachkriegszeit inzwischen trennt, fällt es uns leichter als den Zeitgenossen von damals zu sehen, Faktum einfach, im Osten wie im Westen Deutschlands musste man 1949 Staat mit einer Bevölkerung machen, die 10 Jahre zuvor Hitler auch in freier und geheimer Wahl eine überwältigende Mehrheit beschert hätte. Angesichts einer solchen Ausgangslage verwandelte sich das Kontinuitätsproblem beiderseits der Elbe mit dem Akt der Staatsgründung in eine Art Betriebsgeheimnis, nach innen allgemein bekannt, nach außen prinzipiell beschwiegen. Nach außen also immer in Bezug auf den anderen deutschen Staat, dieses Gegeneinander und Gegenüber, das ist ja sozusagen der Kern dieser Sache. Auch die Geschichtswissenschaft, also meine Disziplin, ist dieser Kontinuitätsfrage, dieser personellen Kontinuitätsfrage lange aus dem Weg gegangen. Das muss man ehrlicherweise sagen. Wohl hat man die Entstehung der Bundesrepublik und der DDR in allen außen- und innenpolitischen Facetten erforscht. Was jedoch kaum in Betracht gezogen wurde, das war die psychische Verfassung der seit dem 8. Mai 1945 zwar aus ihrer nationalsozialistischen Inanspruchnahme entlassenen, mental aber durchaus weiter existenten Volksgemeinschaft. Und weil man das nicht in Betracht gezogen hat, wurde eine Einsicht verfehlt, die jeder sinnvollen Antwort auf die Kontinuitätsfrage vorausgehen muss. Die Einsicht nämlich, dass das Dritte Reich im Innern über die längste Zeit seiner Dauer nicht auf die Ausübung von Terror und Gewalt angewiesen war, sondern sich großer Integrationskraft und Akzeptanz erfreute, und zwar bei den Eliten nicht weniger als bei den sogenannten einfachen Volksgenossen. Das ist natürlich eine Aussage, die sich eben nicht auf die wenigen sich kontinuierlich als Hitler-Gegner und prinzipielle Opponenten verstehenden Volksgenossen bezieht, die aber eben dann eben auch die kleine Gruppe der NS-Verfolgten vielfach ausgemacht haben.
Wenn aber, woran die neuere NS-Forschung keinen Zweifel lässt, das politische Projekt des Nationalsozialismus und das Versprechen einer Volksgemeinschaft bei den allermeisten Deutschen über weite Strecken auf so breite Zustimmung trafen, dann hat es wenig Sinn, das Problem der Elitenkontinuität auf die Frage einer genuin nationalsozialistischen Elite und auf deren Nachkriegschancen zu verkürzen. Es geht also nicht oder nicht nur um die Planer und Manager des Völkermords, die oft noch an den Tatorten im Osten ihre Rückkehr in die Bürgerlichkeit des Westens vorbereiteten, so unerträglich es uns auch erscheinen mag, dass nicht wenigen dieser Täter es tatsächlich gelang, ihrer Strafe zu entkommen. Aber will man die Problematik nicht ungebührlich verkürzen, dann gilt es, den Blick über die Organisatoren des Holocaust hinauszurichten, auf die deutschen Führungsschichten insgesamt. Also auf all jene, die mit ihren Fähigkeiten, ihrem Talent und ihrer Expertenschaft dazu beitrugen, dass Hitler und seine 1933 installierte Bewegung binnen weniger Jahre für Deutschland den Status einer politischen, ökonomischen und militärischen Großmacht zurückzuerobern vermochten, um schließlich einen beispiellos verbrecherischen Krieg zu beginnen. Dann allerdings zielt die Frage nach den Nazi-Eliten nicht allein auf den begrenzten Kreis hochrangiger Parteimitglieder und weltanschaulicher Überzeugungstäter, sondern sie zielt durchaus generell auf die deutschen Funktionseliten im Nationalsozialismus und auf ihren Weg danach. Funktionseliten, das bedeutet, es geht um Beamten und Unternehmer, genauso wie um Militärs und Mediziner, Journalisten und Juristen, Wissenschaftler und Künstler. Mehr oder weniger spektakuläre Fälle aus allen Bereichen kennt die Zeitgeschichtsforschung in beträchtlicher Zahl, gehen immer wieder durch die Presse. Und doch wäre es vermessen zu behaupten, wir hätten für jede dieser Gruppen von Funktionseliten, die ich hier so ansatzweise genannt habe, und damit also für die gesamte Gesellschaft ein präzises Bild. Sie haben vielleicht mitbekommen, in den letzten Tagen geht zum, ich weiß nicht wie vielten Mal, der Name Henry Nannen durch die Presse. Ein zweifellos besonders begabter, erfolgreicher deutscher Journalist der Nachkriegszeit, der den Stern zu unerreichten Höhen geführt hat und über dessen Tätigkeit für Propagandakompanien man seit langem eigentlich Bescheid weiß, aber das hindert natürlich nicht auch nachwachsende Generationen mit einer in diesem Falle relativ großen Geste der Empörung wieder neu darauf zu schauen und jetzt also die Frage zu stellen, ob denn die Henry-Nannen-Schule, Journalistenschule, nicht meine aus den 70er Jahren, da gab es nur eine einzige in München, die Deutsche Journalistenschule, ob es also an der Zeit wäre, die Henry-Nannen-Schule ihres Namens zu entledigen, vor dem Hintergrund der Biografie von Henry Nannen. Sie sehen also, das Thema beschäftigt uns weiter, Straßenumbenennungen und so fort sind ja immer wieder auch ein Thema. Ein Bereich, an den viele zuerst denken, wenn von der Kontinuität der NS-Eliten die Rede ist, der aber gleichwohl weder im Osten noch im Westen eine Rolle spielte, das ist die politische Führungselite des Dritten Reiches. Und ich gebe sofort zu, es ist schwierig, in diesem Zusammenhang von Elite zu sprechen und selbst wenn man das nur in einem funktionalen Sinne meint. Aber das ist jetzt ein wichtiger Punkt, gewissermaßen vorab, vor diesen anderen Funktionseliten. Man kann wirklich sagen, auch wenn das vielleicht im ersten Moment überraschend klingt, für die politischen Führungsspitzen des Nationalsozialismus gab es im Unterschied zu allen anderen Funktionseliten nach 1945 keine Zukunft. Niemand, der an Hitlers Seite auch nur eine einigermaßen wichtige Funktion innehatte, konnte im Nachkriegsdeutschland erneut eine solche erringen.
Die Erklärung dafür liefert die Geschichte der politischen Säuberung. Und sie verdeutlicht im Übrigen auch den Fehlschluss, der aus der immer noch populären Annahme einer simplen Kontinuität der Eliten erwächst. Ich komme auf einen Fall, der Ihnen womöglich als Gegenargument sofort in den Kopf kommt, noch zu sprechen. Globke. Ja, Globke war im Nationalsozialismus ein Beamter. Er war kein Politiker und hatte kein politisches Amt, obwohl seine Tätigkeit natürlich viel mit der Politik des Dritten Reichs zu tun hatte. Deswegen glaube ich, stimmt diese Generalaussage, die ich gerade getroffen habe, trotz Globke. Lassen Sie mich auf die ganze Frage der Kontinuität ein wenig näher eingehen unter dem Stichwort, warum es 1945 nicht einfach weiterging. Danach komme ich dann auf die Wiederherstellung von Kontinuität seit Anfang der 50er Jahre zu sprechen. Das Stichwort lautet dann also logischerweise, wie es dann doch weiterging. Und ich schließe mit einem dritten Abschnitt, den ich überschrieben habe, wie sich die Dinge schließlich dann doch änderten. Aber jetzt zuerst zur Zäsur von 1945 und zu ihrer Bedeutung für die deutschen Funktionseliten. Im Unterschied zu den bekannten Spitzenfiguren und einer nicht unbeträchtlichen Zahl hoher Partei- und SS-Führer, die im Frühjahr 1945 nur noch den Ausweg Selbstmord sahen, hoffte das Gros der deutschen Funktionseliten auf die Naivität, auf die Unkenntnis oder auf das Verständnis der Siegermächte. Manche Spezialisten hofften, mit ihren Kenntnissen auf Interesse zu stoßen, etwa die Raketenbauer, aber auch Geheimdienstler vom Schlage eines Reinhard Gehlen, über den wir ja im Zusammenhang mit dem großen BND-Projekt aus den letzten Jahren viel Neues erfahren haben. Und sicherlich hatten auch nicht wenige dieser Angehörigen der Funktionseliten eine Portion Angst im Gepäck. Immerhin hatte Goebbels zur Pflege des Durchhaltewillens in der letzten Kriegsphase wieder und wieder Wahrheit und Lüge dabei sorgsam vermischend über die Absichten der Alliierten informieren lassen und namentlich mit Meldungen über die Pläne der Zerstückelung des Reichs und der Bestrafung aller Deutschen durchaus Wirkung erzielt. Die Vorstellung aber, es könne auch jenseits der unmittelbar politischen Ebene zu einem radikalen Durchgreifen der Alliierten kommen, die erschien den meisten Führungskräften offenbar ebenso unwahrscheinlich wie praktisch unmöglich. Man würde ja doch gebraucht. Tatsächlich deutete im Moment der Niederlage einiges darauf hin, dass die Besatzungsmächte auf das Ausmaß an Chaos und Zerstörung mit Pragmatismus reagieren und sich der etablierten Experten bedienen würde. Gerade in der Wirtschaft waren solche Erwartungen weit verbreitet und nur ein Beispiel beliebig herausgegriffen ist Hermann Josef Abs, der als Vorstandsmitglied der Deutschen Bank von seinen ersten englischen Gesprächspartnern sich wunderbar verstanden fühlte in seinem Wunsch, einfach weitermachen zu dürfen wie bisher. Die Enttäuschung für Abs sollte bald folgen und für viele aus seinem Kreis der Eliten. Denn schon nach wenigen Wochen nahmen sich die Dinge gänzlich anders aus. In Nürnberg bereiteten die Alliierten mit größtem Aufwand einen ersten Prozess gegen 24 sogenannte Hauptkriegsverbrecher vor, dem weitere Verfahren gegen die Leistungsträger der deutschen Kriegs- und Vernichtungsmaschine folgen sollten. Zum Beispiel gegen Bankiers, die Hitlers Rüstungsprogramm finanziert und die Arisierung, die sogenannte Arisierung, vorangetrieben hatten, gegen Offiziere, die verbrecherische Befehle ausgegeben hatten, gegen Unternehmer, die Zwangsarbeiter verbraucht und gegen Ärzte, die in Konzentrationslagern selektiert hatten. Und noch ehe das Nürnberger Gericht im Herbst 1945 zusammentrat, begannen in den einzelnen Besatzungszonen zahlreiche,
mehrere tausend am Ende, Militärgerichtsprozesse, in denen binnen kurzem eben auch mehrere tausend SS- und Wehrmachtangehörige, aber auch lokale Parteibonzen, kommunale Beamte und Wirtschaftsführer als Kriegsverbrecher verurteilt wurden. Dann kommt ja noch hinzu, nach dem Nürnberger Hauptprozess, die insgesamt 14 sogenannten Nachfolgerprozesse, die sich ganz gezielt gegen einzelne Eliten richteten. Parallel dazu setzten, also zu diesen juristischen Bemühungen, setzten große Verhaftungswellen ein. Im Juli 1945 machten allein die Amerikaner innerhalb von wenigen Tagen Zehntausende Verdächtige dingfest. Vom Ortsgruppenleiter aufwärts ging es jetzt für NS-Amtswalter, galt jetzt für NS-Amtswalter das Prinzip des sogenannten automatischen Arrests, also je nach Funktionshöhe automatisch Internierung. Um die übrigen Funktionseliten, bei denen es darauf ankam, die wirklich wichtigen Figuren herauszupicken, kümmerten sich oftmals erstaunlich gut informierte Spezialteams der US Army. Auf dem Höhepunkt dieser Internierungspolitik hielten die Alliierten insgesamt etwa eine Viertelmillion Deutsche in Gewahrsam. 1,5 Jahre nach Kriegsende waren es immerhin noch über 90.000. Die anderen hatten inzwischen Verhöre, Ermittlungen und gegebenenfalls einen Prozess durchlaufen, in jedem Fall aber die Entnazifizierung, die inzwischen für Millionen erwachsener Deutscher zur Pflicht geworden war. Das alles war nicht selten verbunden mit empfindlichen Strafen bis hin zum Berufsverbot, und eine Gruppe traf die politische Säuberung besonders rigoros, nämlich das deutsche Berufsbeamtentum. Im Sommer 1945 erschienen den Alliierten frei verfügte Entlassungen als ein probates Mittel, um etwaige Widerstände innerhalb der Verwaltung zu brechen und NS-Seilschaften zu zerschlagen. Und bald darauf musste in der amerikanischen Zone jeder Beamte seinen Schreibtisch räumen, der der NSDAP vor dem 1. Mai 1937 beigetreten war. Hunderttausende waren von diesen Maßnahmen zumindest vorübergehend betroffen. Dass es dabei auch zu Ungerechtigkeiten kam, das lässt sich ebenso leicht vorstellen wie die Tatsache, dass dieser doch ziemlich breit ausgeteilte Denkzettel nicht wirkungslos blieb. Er lieferte den einen Anlass zur Selbstbesinnung, den anderen und den mehreren, würde ich denken, Anlass zu Selbstmitleid, vor allem aber lieferte dieser Denkzettel, und das war auf mittlere Sicht vielleicht am wichtigsten, er lieferte die Erfahrung einer Strafe, die viele fortan zu politischer Zurückhaltung veranlasste. Das ist auch dann eine zeitgenössische Beschreibung in den 50er Jahren der Beamtenschaft, dass sie sich politisch diesmal zurückhält. Und das war in einer gewissen Weise, ich komme darauf noch, auch funktional für die entstehende Demokratie. Bei allen Ungereimtheiten und Schwächen, die die alliierten Säuberungsbemühungen vom ersten Tag an begleiteten und die auf deutscher Seite weitlich ausgenutzt wurden, wirkungslos blieben die Eingriffe nicht. Denn die Siegermächte hatten damit eine Zäsur gesetzt. Unmissverständlich hatten sie ihren Willen bekundet, dem Nationalsozialismus in Deutschland keine Zukunft zu geben und niemandem, der weiterhin dazu zu bekennen, die Absicht hatte. Tatsächlich war die Bereitschaft der Deutschen, sich vom Nationalsozialismus zu distanzieren, im Zeichen der politischen Säuberung fast so groß wie die Zustimmung, die dieser Nationalsozialismus bis weit in den Krieg hinein gefunden hatte. Auch wenn dann schon bald die Hälfte wieder meinen sollte, in den 50er Jahren, die Idee des Nationalsozialismus sei eigentlich gut und nur die Ausführung schlecht gewesen, zunächst einmal gab es wenig Grund für nachgetragene Loyalität. Hitler, Himmler, Goebbels und Göring waren tot, auf zahlreiche andere Granden wartete der Galgen oder jahrelange Haft,
Aus den mittleren Rängen der Mörder und Schreibtischtäter waren Tausende, die auf die Haltbarkeit ihrer gefälschten Papiere nicht vertrauten. Über die berüchtigten Rattenlinien nach Südamerika, nach Spanien oder in den Nahen Osten entkommen. Im Jahre 4 nach Hitler, so stellte Hannah Arendt bei einer Reise durch Deutschland fest, war es praktisch unmöglich geworden, auch nur einen einzigen Nazi zu treffen. Niemand wollte einer gewesen sein. Dieses Gemisch aus offenbarer Lüge und massenhaftem Selbstbetrug, das die Besucherin aus Amerika, die 1933 bekanntlich als Jüdin emigriert war, zu Recht empörte und die sie nur mit Sarkasmus kommentieren konnte. Dieses Gemisch war auch Ausdruck jener politisch eingeforderten, von den Alliierten eingeforderten kollektiven Trennung vom Nationalsozialismus, die für viele zunächst nur ein Lippenbekenntnis darstellen mochte, der aber im Laufe der Jahre doch Bedeutung zuwachsen sollte. Anders gesagt, das Gemisch war ein Indiz dafür, dass vielleicht nicht jedes Ziel der Säuberungspolitik erreicht, ihr Hauptzweck aber auch nicht verfehlt worden war, nämlich eine klare normative Abgrenzung vom Nationalsozialismus, hinter die es ein Zurück nicht mehr gab. Und aus diesem prinzipiellen Grund, bei allen Unsauberkeiten, über die man reden könnte, aber aus diesem prinzipiellen Grund waren die Jahre der Besatzung keine Zeit der Kontinuität bei den Eliten so wenig wie insgesamt in der deutschen Gesellschaft. Jetzt mögen Sie fragen, wieso ist es aber dann aus einer längeren Perspektive oder mittelfristigen Perspektive gleichwohl angemessen von Elitenkontinuität zu sprechen. Damit bin ich bei meinem zweiten Abschnitt, die Restauration der 50er Jahre oder wie es dann doch weiterging. Als an die westdeutschen Ministerpräsidenten Anfang des Sommers oder Juli 48 der Auftrag erging, eine Verfassung auszuarbeiten, da hatte die politische Säuberung schon erheblich an Schwung verloren. Und als die Bundesrepublik ein knappes Jahr später dann ins Leben trat, waren die Erwartungen der frisch gebackenen Bundesbürger hochgespannt. Wir werden das ja ab nächstem Jahr sozusagen im Abstand von 75 Jahren alles nochmal, so denke ich doch, Revue passieren lassen können. In seiner Regierungserklärung gab Konrad Adenauer am 20. September 1949 dann auch das gewissermaßen postvolksgemeinschaftlich ersehnte Signal. Mit der Denazifizierung, so der Bundeskanzler, sei viel Unglück und viel Unheil angerichtet worden. Und während die wirklich Schuldigen an den Verbrechen der NS-Zeit mit aller Strenge zu bestrafen seien, müsse die Unterscheidung zwischen zwei Klassen von Menschen in Deutschland, nämlich zwischen politisch einwandfreien und nicht einwandfreien, nun baldigst verschwinden. Das alles waren wortwörtliche Zitate von Adenauer aus der Regierungserklärung. Sie ließen nur eine einzige Deutung zu. 4,5 Jahre nach Kriegsende standen die politischen Zeichen auf Integration. Genauer gesagt auf Reintegration der Ehemaligen. Wer es etwas polemischer liebte, und dazu musste man kein Kommunist sein, der sprach von Restauration. Das Interessanteste an der nach 1968 so heftig geführten Restaurationsdebatte war, dass sie in der jungen Bundesrepublik kaum Vorläufer besaß. Zwar polemisierten Walter Dirks und Eugen Kogon in ihren Frankfurter Heften schon bald sehr kritisch über den wörtlich restaurativen Charakter der Epoche und über die Aussichten der Restauration. Lieber aber hielt man sich in allen Parteien an Kogons 1947 postuliertes Recht auf den politischen Irrtum. Das war gewissermaßen seine Absage dann an die weitergehende Entnazifizierung. Und das war ein Schlagwort, das auch den rechten Fürsprechern derer gefiel, die mehr als nur einen
politischen Irrtum begangen hatten. Kennzeichen der Adenauerschen Integrationspolitik war mithin die einhellige Zustimmung, die sie quer durch den Bundestag fand. Als nach dem noch zu Silvester 1949 durchgepeitschten ersten Amnestiegesetz und der 1950 verkündeten sogenannten wörtlich Liquidation der Entnazifizierung, ein Jahr später dann auch noch die finanzielle Versorgung der seit Kriegsende entlassenen Beamten auf der Tagesordnung stand, also das berühmte 131er-Gesetz, da plädierten interessanterweise sogar die Kommunisten dafür, die Ansprüche des einzelnen kleinen Gestapo-Beamten zu berücksichtigen, der trotz allem ein anständiger Mensch geblieben sei. Also das ist die Stimmungslage in den frühen 50er Jahren. Im Übrigen sprach es Bände, dass jetzt fast nur noch von den Ehemaligen die Rede war. Hier wie dort umging die neue politische Klasse damit das Eingeständnis, dass es auch auf dem je eigenen Territorium noch überzeugte Nationalsozialisten gab, in der Bundesrepublik wie in der DDR, wobei man dort natürlich gut daran tat, das noch stärker zu verbergen als im Westen. Und doch hatte die Beschwörungsformel von den Ehemaligen ihren funktionalen Sinn. Sie setzte nämlich für den Moment auf die normative Kraft des Faktischen, zur Not auch auf die Polizei, und für die Zukunft auf die Attraktivität der jeweiligen neuen politischen Ordnung. Die Zukunft, das wusste man im Osten wie im Westen, war eben nur mit jener übergroßen Mehrheit zu gewinnen, die schon den NS-Staat getragen hatte, nicht gegen sie. Während die DDR dieser Einsicht jedoch jederzeit mit den brutalen Methoden einer Erziehungsdiktatur Nachdruck verleihen konnte, blieben der Bundesrepublik nur die Möglichkeiten einer Erziehung zur Demokratie. Die zweite Chance, wie es Fritz Stern einmal genannt hat, die den Westdeutschen von außen gewährt worden war, sie musste jetzt auch nach innen geboten werden. Die kritische Frage freilich war von Anfang an, wie weit man dabei gehen durfte, ohne die moralischen Normen der neuen Demokratie zu verletzen und ihre politischen Erfolgschancen zu schmälern. Wie rasch die Bundesrepublik an Statur gewinnen und wie stabil sie schon bald dastehen würde, das war im Systemwettstreit des Jahres 1949 schwer zu erahnen. Nach zwei Jahrzehnten war es leichter, optimistisch zu sein. Da allerdings lag die Revolte der Studenten schon ein Jahr zurück, da war der Machtwechsel zur Sozialdemokratie vollzogen und die stärksten Jahrgänge der aus der NS-Zeit übernommenen Eliten gingen gerade in den Ruhestand. Wie aber hatten diese um 1905 geboren, also die klassischen Funktionseliten der NS-Zeit und der frühen Bundesrepublik, wie hatten diese um 1905 Geborenen die ersten 20 Jahre der Bundesrepublik geprägt? Was bedeutete die Reinstallierung der alten Funktionseliten, die biografisch nicht so alt waren, 1949 natürlich? Was bedeutete das in den 50er Jahren? Wie hatten sich ihre zweiten Karrieren mit dem zweiten Anlauf der Demokratie in Deutschland vertragen? Und wie ist es zu erklären, dass dieser zweite Anlauf trotz mancher Fehlentwicklungen am Ende gelang? Was also war es, was sich änderte? Und vor allem, wie kam es, dass sich die Dinge änderten? Das Schlüsselwort dazu heißt Kritik der unbewältigten Vergangenheit. Unbewältigte Vergangenheit, das ist ein Terminus, der uns heute vielleicht ein bisschen befremdet, allein schon dieses Bewältigen, der aber in den mittleren 50er Jahren und späten 50er Jahren ein durchaus kritisch gemeinter Begriff gewesen ist. Das ist jetzt also mein dritter und letzter Abschnitt, wie sich die Dinge änderten. Seit der zweiten Hälfte der 50er Jahre hatte Ostberlin ein Argument entwickelt, das in der Auseinandersetzung mit der sogenannten Bonner Republik bald zur rhetorischen Allzweckwaffe werden sollte.
In seiner kürzesten Variante lief es auf die Behauptung hinaus, im Westen habe sich gegenüber Hitler-Deutschland nichts geändert, im Osten hingegen sei alles neu. Dieser Rekurs auf die gemeinsame faschistische Vergangenheit und die diskrepanten Folgen, die daraus gezogen worden waren, so erkennbar polemisch er sich vom ersten Moment an darstellte, so tückisch erwies er sich doch für die politische Klasse der Bundesrepublik. Denn in einem Punkt traf er ja zu. Im Westen waren die Funktionseliten nach einer Phase einer unterschiedlich gründlichen Säuberung, über die ich gesprochen habe, weitestgehend wiederverwendet worden, während der Osten für sich den Totalaustausch in Anspruch nahm. Mit einiger Berechtigung ließe sich Letzteres vor allem hinsichtlich der Justiz behaupten. Und genau deshalb setzten die Ostberliner Attacken bei den westdeutschen Richtern an, denn ein schärferer Kontrast war nicht zu erzielen. In Ostdeutschland war bekanntlich gerade dieses System vollständig ausgetauscht worden durch die neuen Richter, die ausgebildet wurden. Hitlers Blutrichter in Adenauers Diensten, Terror wie zu Hitlers Zeiten, Bonns braune Maden, so lauten die Schlagzeilen der nun in den späten 50er Jahren in den Westen geschafften Broschüren, die seitenlang die Namen und die früheren Funktionen bundesdeutscher Juristen aufführten. Doch was Eindruck machte, war weniger die überschießende Aggressivität der Sprache des Kalten Krieges als die dokumentarische Evidenz dieser Hefte. Und weil die Vorwürfe auf der faktischen Ebene, also hinsichtlich der Vergangenheit dieser Richter und Staatsanwälte in der Regel zutrafen, genau waren, blieb auch ihre Perfidie nicht ohne Wirkung. Diese Perfidie lag nämlich in der pauschalen Unterstellung, dass die Reinstallierung des alten Personals gleichbedeutend sei mit ideologisch-politischer Kontinuität. Mit anderen Worten, dass in der Bundesrepublik weiterhin und systematisch Nazirecht gesprochen würde. Aber auch in der Bundesrepublik keimten nun Empörung und Widerspruch, besonders unter den Jungen. Ein Indiz dafür war die Ausstellung Ungesühnte Nazi-Justiz, die der Westberliner Student Reinhard Strecker mit einigen Kommilitonen 1959 in Karlsruhe eröffnete, am Sitz der höchsten bundesdeutschen Gerichte. Die Tatsache, dass die gezeigten Dokumente vor allem aus DDR-Archiven stammten, also aus Reichsarchiven, die in der DDR geblieben waren, diese Tatsache wurde Anlass wütender Attacken auf die angeblichen studentischen Wasserträger Pankos. Doch das vermochte nicht mehr zu verhindern, dass sich die öffentliche Kritik an den Zuständen in der Justiz der Bundesrepublik seitdem entfaltete. Von diesem Agitationserfolg ganz offensichtlich angetan, baute die SED-Führung ihre Kampagnen gegen wörtlich Kriegs- und Nazi-Verbrecher in der Bundesrepublik in den nächsten Jahren massiv aus. Nach den Juristen kamen Zug um Zug sämtliche Eliten an die Reihe. Wirtschaft, Militär, Wissenschaft und selbstredend die Bonner Ministerialbürokratie. Was diese anging, so konzentrierten sich die Ostberliner Fahnder schließlich auf ein Zielobjekt, das die sozialdemokratische Opposition im Bundestag zwar schon seit 1950 immer wieder einmal aufs Korn genommen hatte, das gleichwohl propagandistisch kaum ergiebiger hätte sein können. Besagter Hans Klopke, seit 1949 zunächst Bürochef und seit 1953 Staatssekretär im Bundeskanzleramt. Ihn Adenauers rechte Hand zu nennen, ist kaum zu vermeidendes Klischee und Untertreibung in einem. Was er in Bezug auf die Ausspähung der Sozialdemokratie geleistet hat in Kooperation mit Reinhard Gehlen, hat ja gerade vor einigen Wochen Klaus-Dietmar Henke in seinem Buch aus der BND-Reihe eindrucksvoll vor Augen geführt.
Der Hauptvorwurf gegen das ehemalige Zentrumsmitglied Globke, der 1932 als Referent für Staatsangehörigkeitsfragen in das Reichsinnenministerium eingetreten war, bezog sich auf seine Tätigkeit als Mitkommentator der sogenannten Nürnberger Rassegesetze vom September 1935. Vorgehalten wurden ihm aber auch Verhandlungen mit Schweizer Beamten, die zur Einführung des J für Judenstempel in Reisepässen führte. Globkes Verteidiger, darunter immerhin Robert Kempner, der einzige preußische Ministerialbeamte und spätere Ankläger in Nürnberg, die Verteidiger von Globke verwiesen stets auf seine Bedeutung als Verbindungsmann der katholischen Opposition und auf seine Distanz zur NSDAP. Globkes Aufnahmeantrag von 1940 war im Februar 1943 abgelehnt worden. Es ist immer wieder darüber spekuliert worden, ob Adenauers beharrliche Weigerung, Globke zu entlassen, als ein Signal an die Ehemaligen verstanden werden wollte. Mir scheint nicht so sehr viel dafür zu sprechen, denn auch ohne Globke konnte jeder Interessierte sehen, wie breit das Integrationsangebot des Kanzlers tatsächlich war. Doch selbst wenn dieses Motiv zu Anfang der 50er Jahre eine gewisse Rolle gespielt haben sollte, dann ganz gewiss nicht mehr gegen Ende des Jahrzehnts, als Adenauer auf der Höhe seines Erfolgs solcher brauner Sympathiekrücken schwerlich bedurfte. Jetzt war es, wenn anderes als persönliche Wertschätzung für seinen Paladin im Spiel war, eher die Kraftprobe mit Ost-Berlin, die einen Rücktritt Globkes aus Adenauers Perspektive verbot. Ganz sicher galt das jedenfalls seit Sommer 1960, als in Jerusalem der Prozess gegen Adolf Eichmann bevorstand und die DDR versuchte, Globke als dessen geistigen Komplizen darzustellen. Die Kampagne der DDR gipfelte 3 Jahre später in einem Ostberliner Prozess gegen Dr. Hans-Maria Globke vor dem obersten Gericht der DDR, das den Angeklagten in Abwesenheit zu lebenslänglich Zuchthaus verurteilte. Vor diesem Hintergrund, man kann es nicht anders sagen, haben sich der Kanzler und Globke bis zu Adenauers erzwungenem Rücktritt 1963 die Treue gehalten. Die letzten Jahre der Ära Adenauer waren mit NS-Skandalen geradezu gepflastert. Dazu trug die steigende Sensibilität der bundesdeutschen Presse bei, übrigens auch des Sterns von Henry Nannen. Dazu trug aber mindestens so sehr das unermüdliche Schaffen von Albert Norden bei, Mitglied des Zentralkomitees der SED und dessen Sekretär für Agitation und Propaganda. Und immer öfter hing das eine mit dem anderen zusammen, denn begleitend zu den Vorwürfen, die Albert Norden auf sogenannten internationalen Pressekonferenzen gegen westdeutsche Funktionsträger erhob, lancierte die Stasi entsprechende Dokumente an aufklärungswillige Journalisten in der Bundesrepublik. Auf diese Weise stürzten im Frühjahr 1960 der als Ostexperte seit langem umstrittene Bonner vertriebenen Minister Theodor Oberländer und im Sommer 1962 der gerade erst ernannte Generalbundesanwalt Wolfgang Frenkel, dem Norden zahlreiche Fälle vorhielt, in denen der tüchtige Jurist während des Krieges wegen Nichtigkeiten die Todesstrafe beantragt hatte. Doch war es wirklich die Bereinigung solch unhaltbarer Zustände, was die Attacken aus der DDR bezweckten? Dagegen spricht, dass sich die Stasi nach Kräften um den Antisemitismus und um den organisierten Rechtsextremismus im Westen bemühte, der freilich auch ohne diese Nachhilfe aus dem Osten nicht schwach war. Dagegen spricht aber auch die Neigung der Ostberliner Aktenfahnder, die Beweiskraft einzelner Dokumente durch Manipulationen zu erhöhen. So geschehen im Fall des sogenannten KZ-Baumeisters Heinrich Lübcke. Mit der Kampagne gegen den Bundespräsidenten zielte die DDR seit 1965 buchstäblich auf die Spitze der Bonner Republik.
Der Vorwurf gegen Lübcke lautete, er habe während des Krieges als Planer der Baugruppe Schlemp Baracken für KZ-Häftlinge errichten lassen. Dass Lübcke als oberster Bauleiter am Raketenfertigungsstandort Peenemünde, also Wunderwaffen, seit 1943 selbst KZ-Häftlinge eingesetzt hatte, das blieb der Stasi lange verborgen. Doch das hinderte die Stasi nicht daran, mit gefälschten Aktendeckeln, die Dokumente selbst waren authentisch, eine Kampagne zu entfachen, die die internationale Reputation des Konkurrenzstaates weiter beschädigen sollte. Und nur darum ging es letztlich. Keinen Aufwand scheuend spielte die Stasi mit dem Präsidialamt jahrelang Hase und Igel. Wo immer Lübcke im Ausland auftrat, das Informationsmaterial aus der DDR über das westdeutsche Staatsoberhaupt war schon da. Die zweite Amtsperiode Lübkes wurde dadurch zusehends zu einer Belastung. Für den Präsidenten selbst, vor allem aber für das Ansehen der Bundesrepublik. Im Sommer 1969 trat er, auch von Parteifreunden bedrängt, ein Vierteljahr vor Ablauf seiner Amtszeit zurück. Nicht erst die Wahl von Gustav Heinemann zu Lübkes Nachfolger verdeutlichte, wie sehr sich die politische Stimmung in der Bundesrepublik inzwischen gewandelt hatte. Im Herbst davor noch, zum Ausklang des deutschen 68 sozusagen, hatte Beat Glasfeld mit ihrer Ohrfeige für Kurt Georg Kiesinger, den Kanzler der Großen Koalition und vormaligen Parteigenossen, demonstriert, wie hoch die moralische Messlatte inzwischen hing. Wer mit braunen Flecken auf der Weste Politik zu machen versuchte, der musste inzwischen mit dem Widerstand der kritischen Jugend und linker Intellektueller rechnen, die sich im Übrigen wenig daran stießen, woher die entsprechenden Informationen kamen. Im Zweifelsfall kamen sie nach wie vor aus den Archiven der DDR. Während dort aus dem 1945 verordneten Antifaschismus längst eine doktrinäre Lehrformel geworden war, Lehr mit zwei E, hing eine Lehrformel, hinter der manche mentalen Reste einer nachnationalsozialistischen Volksgemeinschaft in der DDR sehr wohl auch konserviert werden konnten, hatte sich die nach außen verlagerte Vergangenheitskritik, also in die Bundesrepublik externalisierte Vergangenheitskritik, tatsächlich entwickelt. Und zwar keineswegs zum Schaden der Bundesrepublik. Ganz gegen die Intentionen ihrer Urheber hatten die DDR-Attacken auf die faschistischen Eliten im Westen einen Klimawandel befördert und einen Klimawandel, nämlich in dem der selbstkritische Umgang mit der NS-Vergangenheit sich herauszubilden vermochte, der spätestens seit den 80er Jahren in signifikanter Weise das Selbstverständnis der Zweiten Republik und ihrer politischen Klasse prägte. Und der heute, und damit wären wir bei dem Punkt, über den dann vielleicht sprechen könnten, wieder in Frage gestellt wird. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank für den Vortrag und Sie haben jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich komme auch zu Ihnen direkt an den Platz. Es sind bestimmt einige Fragen jetzt im Raum. Ja, Sie haben eben von Bewältigung gesprochen. Eine andere Vokabel dafür ist Aufarbeitung. Ja. Wir haben ja als Deutschland zwei Unrechtsregime erlebt, das 12-jährige und das 30-jährige. Und es sind ja Parallelen erkennbar in 40-jährige Unrecht. Ja, also Stichwort SED, Stasi, Schüsse an der Mauer, inoffizielle Mitarbeiter, Verrat an Kollegen und bis hin zum Verwandten, weggenommene Kinder, Mütter in Hohenschönhausen und in Bautzen und so weiter und so fort. Und dann gab es
den Versuch einer Aufarbeitung, bezeichnenderweise in der Zeit, wo es die PDS gab. Jetzt gibt es die Linke. Als die PDS noch, sagen wir, als Konkurrenz wahrgenommen wurde im politischen Spektrum, waren die Stimmen, dass also Stasi und SED-Leute in unserer Bundesrepublik keine Rolle mehr spielen dürften, lauter, als sie später waren, als diese Gefahr scheinbar nicht mehr so evident wahrgenommen wurde. Was denken Sie denn über die Parallelen in der Aufarbeitung gegenüber Menschen, Aktivisten und Mitläufern, die mindestens wesentlich beteiligt waren an den Unrechtsakten in diesen beiden Zeiträumen? Ja, das ist wirklich eine interessante und auch gerade zum Vergleich sehr gut einladende Frage. Ich würde es vielleicht erstmal ganz pointiert so beantworten, dass ich sage, die Art und Weise, wie nach 1989, 90 versucht worden ist, sozusagen den Unrechtsgehalt des SED-Regimes und das Unrecht, für das auch insbesondere die Stasi verantwortlich war, aufzuarbeiten, das ist überhaupt gar nicht zu verstehen, ohne einen Blick der westdeutschen Gesellschaft auf den Umgang und die politische Säuberung, den Umgang mit der Vergangenheit und die politische Säuberung nach 1945. Und dieser Blick darauf war zum Zeitpunkt, als es zu diesem unverhofften Ereignis der Vereinigung der beiden deutschen Staaten gekommen ist, im Westen natürlich in Bezug auf die Nachkriegszeit sehr kritisch geworden. Ja, ich habe es ja gerade dargelegt, das geht dann so in den späten 50ern, frühen 60er Jahren los, wo diese Kritik einsetzt an dieser unbewältigten Vergangenheit. Und man kann sagen, Ende der 80er Jahre ist das eine ganz überwiegende Auffassung in der alten Bundesrepublik, dass diese die Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit nach 1945 gescheitert ist oder jedenfalls schwere Schäden hinterlassen hat, in vielen Bereichen ungenügend geblieben ist. Und genau aus diesem Grund sind interessanterweise viele, auch biografisch lässt sich das zeigen, ehemalige 68er, die jetzt sozusagen in den späten 80er, frühen 90er Jahren natürlich in den Funktionseliten, insbesondere auch in der Justiz, eine wichtige Aufgabe längstens haben, sehr stark dahinterher, dass gewissermaßen die Fehler von 1945 fortfolgende nach 1989 nicht nochmal gemacht werden. Und das lässt sich zeigen mit bestimmten Juristen, die etwa in dem ganzen Gebiet der sogenannten Regierungskriminalität der DDR führende Aufgaben übernommen haben, eben auch biografisch der 68er-Generation zuzuzählen sind. Also, mit anderen Worten, es gab einen ganz starken Schub von dem größeren Teil Deutschlands in Sachen Aufarbeitung, der sich am Anfang sehr verbunden hat mit den Bürgerrechtlern, die natürlich das Ähnliche wollten. Und die Existenz einer global einmaligen, dann sogenannten Gauk-Behörde, die ja den Bürgerrechtlern auch so wichtig gewesen ist, also einer Behörde, die zentral die Stasi Akten aufarbeitet und für die Betroffenen zugänglich macht. Dies alles, diese Institutionalisierung und die daraus folgenden weiteren politischen Aktivitäten, die Enquete-Kommission des Bundestages etc. pp. Das ist alles sozusagen nur in dieser Dialektik zu verstehen zwischen dieser großen Bereitschaft der 60 Millionen im Westen, dem zu entsprechen und diesem doch starken Impetus von einer sicherlich zunächst beträchtlichen
Minderheit in der ehemaligen DDR, die aber dann natürlich zunehmend auch sozusagen je länger und je unappetitlicher dieser Prozess auch geworden ist, auch auf institutionalisierte und politisch formulierte Abwehr wieder getroffen ist. Aber insgesamt, allein wenn Sie nur die ganzen Gedenkstätten ansehen, die eingerichtet worden sind, wenn Sie die Systematisierung der Gauk-Behörde auch in die Fläche hinein, in Landesarchive und so weiter anschauen, glaube ich, kann man sagen, dass es in diesen postkommunistischen Staaten nirgendwo so viel und so gründliche, das heißt nicht, dass es immer glücklich gelaufen ist, aber so viel und so gründliche Auseinandersetzung mit dieser Vergangenheit gegeben hat wie in Deutschland. Könnten Sie bitte den letzten Satz Ihres Vortrags etwas erläutern? Der ist mir nicht ganz klar geworden. Moment, den muss ich noch mal suchen, wie der dann gelautet hat. Ich habe gesagt, dass sich gewissermaßen, also das, mir ging es eigentlich letztlich um diese Dialektik, nämlich, dass die DDR sozusagen über ein Jahrzehnt hinweg alle propagandistischen Mittel und Hebel in Bewegung gesetzt hat, um diese Bundesrepublik als faschistischen Staat, als neue Diktatur und so weiter zu denunzieren. Und dass es irgendwann einen Umschlag gibt von dieser Abwehr im Westen, wo gesagt wird, naja, das ist Propaganda aus Pankow, brauchen wir uns nicht weiter darum zu scheren. Und das wurde im Zeichen des Kalten Krieges und des Antikommunismus lange Zeit genau so argumentiert. Dass es aber insbesondere in den nachfolgenden Generationen, in den jüngeren Generationen, sehr wohl auf Aufnahme gestoßen ist und auch sozusagen das Nachfragen bestärkt hat. Und dass das, was eigentlich von Seiten der DDR zum Schaden der Bundesrepublik gedacht war, in meiner Erzählung, in meiner Deutung dialektisch am Ende der Bundesrepublik geholfen hat, sozusagen eine Dynamik der Auseinandersetzung mit dieser Vergangenheit in Gang zu bringen, die es genauso in der DDR nicht gegeben hat. Die hatten 1945 fortfolgende ihren Antifaschismus, ihre Antifaschismusdoktrin, haben erklärt, wir sind der Arbeiter- und Bauernstaat, der Faschismus ist für uns kein Problem mehr, die Nazis sind alle in den Westen geflüchtet, ich karikiere das jetzt ein bisschen, ja, aber nicht viel anders ist die Argumentation. Und deswegen haben wir im Arbeiter- und Bauernstaat mit diesem Problem nichts mehr zu schaffen, aber die anderen, die haben umso mehr damit zu schaffen und die schaffen es nicht. Ja? Also diese Dialektik wollte ich darstellen. Ist noch eine Frage im Raum? Sonst gehe ich hier mal zu den Zuschauern im Netz. Wie konnte man in der DDR ein Justizsystem aufrechterhalten, wenn alle rechten Juristen des NS aussortiert wurden? Ja, die haben eine neue Juristenausbildung, die sogenannten Volksrichter, auf den Weg gebracht und tatsächlich relativ schnell für ihr sozialistisches Rechtssystem auch die entsprechenden Fachleute ausgebildet und dann zur Verfügung stellen können. Also es ist tatsächlich der Bereich, in dem man, glaube ich, sagen kann, dass der Austausch der Funktionseliten in der DDR am radikalsten gewesen ist. Es gibt andere Bereiche, in denen das natürlich sehr viel weniger der Fall gewesen ist. Auch die NVA, die Nationale Volksarmee, hat sich natürlich der Expertise von Berufssoldaten bedient, genau wie die Bundeswehr es dann getan hat. Ja, und selbstverständlich diejenigen bürgerlichen
Elitenteile, die eben nicht die Flucht in den Westen angetreten haben, sofern sie sich für den Aufbau des Sozialismus bereit waren zu engagieren und auch sonst nicht weiter aufgefallen sind, sind natürlich in der DDR ebenso willkommen geheißen worden, weil es die sozusagen in den Funktionen, auch in der Wirtschaft natürlich solche Leute brauchte. Und vielleicht das Detail noch hinzugefügt, sozusagen immer die Stasi im Hintergrund, die natürlich nicht nur auf Archivalien in Bezug auf die Funktionseliten des Westens, sondern auch für, in Bezug auf die, die im Osten geblieben waren, verfügte und im Zweifelsfall also doch auch deutlich machen konnte gegenüber demjenigen oder derjenigen, meistens waren es natürlich Männer, dass wir einiges über die Vergangenheit wissen. Aber Sie sind ja ein wunderbarer Genosse geworden und arbeiten jetzt hier als Betriebsführer XY wunderbar mit und deswegen ist es alles gut und okay so. Dass es dann hier und da in besonders inkriminierten Fällen auch mal demonstrative Prozesse in Ostdeutschland gegeben hat, um sozusagen wieder die Untätigkeit der Justiz im Westen vorzuführen, das nimmt dieser Beobachtung nichts. Sind noch Fragen im Raum? Ich möchte einen kleinen Hinweis hier über den Ort, wo wir heute oder wo Sie heute diesen Vortrag halten, machen. Ich will möglichst vermeiden, ein Co-Referat zu halten, denn das Saarland hat bis zum 1. Januar 1957 eine sehr eigene Rolle in diesen Fragen gespielt. Die politische Führung bestand zu einem großen Teil aus, ja, ich würde jetzt mal kurz formulieren, Widerstandskämpfern, die teilweise als Remigranten wieder zurückkamen aus Frankreich, ja, gut, nicht weiter, ich will jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber das hatte in Zusammenhang mit der Politik der französischen Besatzungsverwaltung natürlich auch Folgen. Wobei die Sache nicht unbedingt gleich ist, wer in Frankreich im Exil war, hat nicht unbedingt die französische Politik unterstützt. Es gibt da ja einige Beispiele von Politikern, die, weil sie sich gegen die Franzosen gestellt haben, von den Franzosen aus dem Saargebiet ausgewiesen wurden. Und es war so, dass auf der politischen Ebene die Zahl der Nicht-Nationalsozialisten sehr viel größer war als in anderen der entstehenden Bundesländer. Und es war auch so, dass also für die ehemaligen Nazis, ich habe mal aufgrund von bestimmten Quellen den Eindruck gewonnen, dass weniger die Entnazifizierung eine Rolle gespielt hat. Viel schlimmer war die Beschlagnahme von Eigentum. Den Leuten wurden sogar ihre Sparbücher beschlagnahmt und die wussten nicht mehr, wovon sie leben sollen. Also das war ein sehr starker Kampf. Und das Ganze ist natürlich nach der Volksabstimmung von 1955 umgeschlagen, weil die Gegenpartei, die mit dem Nein gewonnen hat, ja ein ganz anderes Verhältnis dazu hatte. Und da ist es dann zu Sachen gekommen, dass ein neuer Landrat in Saarbrücken gewählt wurde, der früher Regierungspräsident in der Westmark gewesen war und da wieder Kontinuität hergestellt wurde. Das nur so als ganz kleines Ergänzung. Danke. Ja, Sie haben völlig recht. Ich habe nicht über das Saarland, diesen Sonderfall Saarland gesprochen. Man kann das, was Sie jetzt beschrieben haben, vielleicht noch dahingehend sozusagen auf diese Folie der Entwicklung in der Bundesrepublik legen, indem man sagt, das Saarland hat dann eben mit diesem zeitlichen Verzug von 6 Jahren
von 49 bis 55 gewissermaßen dann sich dort eingeklinkt, wo die Bundesrepublik Anfang der 50er Jahre eben auch gewesen ist, in diesem massiven Backlash gegen sozusagen die Entnazifizierungspolitik, die natürlich vor dem Hintergrund der besonderen Situation in im Saarland vorher stattgefunden hatte. Ja, also insofern, es ist eine verzögerte Anpassung an die eine politisch evozierte Veränderung dann im Saarland, die eben auch vieles von den Motiven dann aufnimmt, die schon in den frühen 50er Jahren in der Bundesrepublik ins Feld geführt werden, von denen, die ihre Reintegration beanspruchen. Gut, dann haben wir hier nochmal eine Frage, eine kurze, konkrete Frage. Wie sahen denn die westlichen Alliierten bzw. Besatzungsmächte ab 1948 das Problem der Entnazifizierung in Westdeutschland? Guter Sprich, Problem vom Tisch oder Luft nach oben? Das Problem für die westlichen Besatzungsmächte, also insbesondere für Amerikaner und dann auch ohnehin zu einem geringeren Teil, weil da das Engagement nicht so stark und nicht so anhaltend war, war natürlich spätestens, auch das ist ja auch in den internen Papieren, kann man das sozusagen nachverfolgen, dass bei allem Nachdruck, mit dem man diese Entnazifizierung beginnt, auch mit bei allem bürokratischen Perfektionismus, mit dem man beginnt, der dann ganz eigene Probleme produziert, auch man will zu viel am Anfang. Irgendwann stellt sich natürlich die Frage, wenn man gewissermaßen nicht auf Dauer ein Besatzungsregime fortführen will, sondern eine neue Demokratie entstehen lassen will, dann muss man natürlich auch Verantwortlichkeiten abgeben und muss sich weiter zurückziehen. Und genau das ist der Prozess, der also mit dem, was ich vorhin sagte, dass wir das ab nächstem Jahr in so einem 75-Jahres-Abstand nochmal Revue passieren lassen können, der dann 1948 einsetzt. Das bedeutet also, 1948 ist längst der Elan aus der Entnazifizierungs- und Säuberungspolitik draußen und der Schalter ist umgelegt. Er ist umgelegt, aber vor allem, und das ist mir immer wieder wichtig zu sagen, nicht so sehr, wie man vielfach denkt, aufgrund der sogenannten realpolitischen Erfordernisse des Kalten Krieges und der Frage, dass Deutschland dann eben auch Bündnispartner werden muss perspektivisch, sondern aufgrund des Widerwillens und des Drucks aus der deutschen Gesellschaft dagegen. Ja? Und um dem gewissermaßen Stück für Stück ein bisschen nachzugeben, ohne sein Gesicht zu verlieren, ist dieser Reintegrationsprozess dann doch schon etwas, was eben mit Gründung der Bundesrepublik eigentlich klar ist, dass da jetzt stattfinden würde und dass die Alliierten dann dem auch nichts entgegensetzen würden, wenn nicht gewisse Normen oder gewisse Grenzen überschritten werden. Ich will Ihnen ein Beispiel dafür geben. Als sich dann im Zuge dieser Reintegration und dieser Rückgängigmachung der Konsequenzen der politischen Säuberung dann auch 1951 die Sozialistische Reichspartei als erfolgreich erweist, die sozusagen sich von der NSDAP nur durch das National, das fehlt, im Namen unterscheidet, da drängen die alliierten hohen Kommissare den Bundeskanzler doch sehr, dass er bei dem gerade erst noch zu installierenden Bundesverfassungsgericht, das ja erst 1951 gegründet wird, einen Verbotsantrag gegen diese SRP stellt und der dann auch tatsächlich zusammen, allerdings in dieser typischen Wendung mit dem KPD-Verbot, das allerdings später kommt,
aber der beantragt wird und dem das Bundesverfassungsgericht dann auch nachkommt. Oder 1953, als die Unterwanderung der FDP durch Altnazis, sogenannten Gauleiterkreis, vor allem in Nordrhein-Westfalen, aber auch in Hessen, weit fortgeschritten ist, dann schlägt nochmal die britische Militärpolizei zu und nimmt diese Herren kurzerhand in Gewahrsam. Also mit anderen Worten, es gibt auch in diesen frühen 50er Jahren immer noch die alliierte Oberaufsicht, die also nicht jede Form der politischen Entwicklung, die gegen die Intentionen der Demokratiegründung gewesen sind, duldet oder bereit ist, wegzusehen, sondern sich immer noch engagiert. Ist noch eine Frage im Raum? Ja? Ja, ich möchte an Ihre letzten... Die Dame hat noch das Mikrofon. Ja, ich möchte an Ihre letzten Worte, fast letzten Worte Ihres Vortrags anknüpfen, nämlich die in den Raum gestellte Frage, was ist heute? Und da treibt mich um, dass nach diesen vielen Jahren und nach dieser Erfahrung und diesem Erfahrungsbericht, den Sie seit dem letzten Krieg und den Folgen heute dargelegt haben, wieso ist es da heute möglich, dass wiederum nationalsozialistische Ideen bis in höchste Parteiführungskreise einer bestimmten oder bestimmter Parteien, ich möchte das jetzt nicht konkretisieren, möglich sind, und haben diese Leute keine Erfahrung oder keine Kenntnis von dem? Und ich denke, das liegt mit Sicherheit auch daran, ich selber bin Kriegskind, liegt mit Sicherheit daran, dass man in unserer Folgezeit der Bundesrepublik vielleicht in der Erziehung unserer Jugend nicht genügend Wert darauf gelegt hat, diese Abfolge, die Sie ja so eindringlich geschildert haben, auch in den Schulen darzustellen und den jungen Leuten zu vermitteln. Denn die Leute, die jetzt Führungsgremien in dieser Partei, ich sage es jetzt mal so, sind, die derartige Parolen verbreiten, können ja von ihrem Alter her überhaupt keine Grundlage und keinen zeitlichen Rückgriff auf diesen Nationalsozialismus haben, sondern wo kommt das her und wieso sind die total unbeeinflusst von dem Ganzen, was seitdem passiert ist und was durchaus positive, sehr positive Elemente auch in unserem Staat heute gezeitigt hat. Ich würde nicht sagen, dass Sie unbeeinflusst davon sind, sondern Sie haben nur die anderen Konsequenzen daraus gezogen als offensichtlich Sie oder ich. Und in der Tat, Sie berufen sich auf die gleichen Beobachtungen und Kenntnisse, die Sie oder ich haben. Es fällt ja auf, dass diese Partei, ich nenne sie aber jetzt dann doch beim Namen, dass also das Führungspersonal der AfD in der heutigen Konstellation, nein, nicht unbedingt nur in der heutigen, sondern auch sozusagen in Teilen der Gründungskonstellation, es sind ja in erster Linie Westdeutsche gewesen, die jetzt in Ostdeutschland hohe Wirkung entfalten, dass die eben sozusagen wie alle anderen Westdeutschen auch mit dieser kritischen Auseinandersetzung als Teil der politischen Kultur, ich möchte fast sagen Identität der alten Bundesrepublik, erwachsen oder aufgewachsen sind. Ja? Mit anderen Worten, es handelt sich also einfach um andere Konsequenzen, die man daraus zieht. Und wenn Sie den Geschichtslehrer Höcke nehmen, der ja mit diesem Thema in besonderer Weise verbunden ist, Alexander Gauland schon auch, aber Höcke in ganz besonderer Weise, dann sehen Sie ja auch an seinen Formulierungen, es geht ihm um eine Kurskorrektur, um eine Wende in der deutschen Erinnerungspolitik um 180 Grad. Das heißt, ihm ist das Wesen, der Gehalt, die Bedeutung und der Sinn dessen, was wir selbstkritische Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus nennen, natürlich vollständig bewusst.
viel mehr als vielen vermutlich, die sich prinzipiell dazu bekennen, aber sich da nicht so große Gedanken darüber gemacht haben. Muss ja auch nicht jeder sich sozusagen da schwerpunktmäßig mit beschäftigen. Nur gut ist es, wenn eine gewisse Grundüberzeugung möglichst von vielen geteilt wird. Ja, und insofern, er ist jemand, der für sich auch in Anspruch nimmt, sich genauestens da auszukennen und die Klaviatur für diejenigen zu spielen, die, von denen er hofft, dass sie immer noch mehr werden, die der Meinung sind, nach so langer Zeit ist es aber auch mal genug damit und nein, noch mehr. Wir müssen eigentlich, und dann kommen natürlich die ganzen anderen politischen Forderungen und Ziele der AfD rassistischer Natur ins Spiel, wir müssen in diesem Bereich gewissermaßen Anstoß geben, um dann noch gesellschaftspolitisch ganz andere Dinge voranzutreiben. Ja, auch der von Ihnen erwähnte Björn Höcke hat ja einen Eid auf die Verfassung geschworen als Geschichtslehrer. Sind wir da als Demokratie nicht wehrhaft genug, um uns solcher Elemente zu widersetzen und zu entledigen? Ich bin wahrscheinlich wie Sie sehr gespannt, was passieren würde, wenn er tatsächlich in den Schuldienst, in den hessischen Schuldienst in diesem Fall, zurückkommen wollte. Und ich sehe auch mit einigem Staunen, dass man an dieser Stelle außer irgendwelchen allgemeinen Formulierungen wechselnder Justizminister und sonstiger Parlamentarier dazu nicht viel hört. Wir hatten ja solche anderen Fälle schon mit dem Richter Meyer vor kurzem. Offenkundig ist da eine Überlegung im Raum, die Dinge am besten sozusagen durch Prolongieren nicht weiter anzuheizen. Ob das eine Taktik ist, die richtig ist und überzeugend ist, weiß ich nicht. Aber ich finde schon, dass dieses Thema genauestens weiter beachtet und verfolgt werden muss. Und es kann nicht sein, dass jemand, der solche Äußerungen macht und ja nicht einmal macht, sondern felsenfest dazu steht und die zu seiner Marke gewissermaßen macht, dass der noch jemals wieder auf Schüler losgelassen werden kann. Ich habe das Gefühl, dass Sie über einen Bereich der Funktionseliten nichts gesagt haben, die kulturellen Eliten. Wenn ich, Sie haben zu Anfang gesagt, Terror war gar nicht nötig, so viel Terror, dass die Volksgemeinschaft zusammensteht. Mir scheint, die kulturellen Eliten haben viel dazu beigetragen. Im Film, im Theater, in der Musik. Und wenn ich daran denke, dass Thomas Mann zwar nicht gehindert wurde, zurückzukehren, aber er wurde angegiftet. Und es ist nicht zufällig, dass er in der Schweiz war. Ist mein Gefühl falsch? Nein, Ihr Gefühl ist überhaupt nicht falsch und in meinem Vortrag, ich könnte es Ihnen beweisen, ist eine ganze Seite nochmal auch zu diesem Thema drin. Ich habe nur wegen der Hitze und überhaupt wegen der Länge des Vortrags dieses Beispiel nicht ausgeführt, hoffte mit dem Hinweis auf Henry Nann, das ja auch im weitesten Sinne sozusagen Kultur ist, hätte ich meiner Pflicht hier genügt. Aber Sie haben vollkommen recht. Es sind insbesondere ja auch die
Leistungen, sagen wir es mal so neutral als Begriff, die Leistungen der Kulturindustrie, der nationalsozialistischen Kulturindustrie, die gerade dann auch im Krieg den Durchhaltewillen und die Normalität weitgehend stabilisiert haben, beziehungsweise also insoweit ihren Dienst geleistet haben, gut funktioniert haben. Das deutsche Bürgertum ist auch im letzten Kriegswinter immer wieder in Berlin zwischen den Ruinen, so gut es ging, entsprechend gekleidet, von Furtwängler-Konzerten nach Hause gegangen. Also ich kann das nur einfach unterstreichen, was ich so allgemein gesagt habe. Es gibt keine Funktionselite, die in dieser gesellschaftlichen Ausdifferenzierung, wie sie moderne Staaten nun mal auszeichnet, und die Deutschland des Jahres 1933 war eine hochmoderne Industriestaat, die hiervon ausgenommen gewesen ist. Und insofern könnte man ganz viel genau zu diesem Thema jetzt noch sagen, also insbesondere auch, wenn Sie daran denken, dass ja allein schon die Tatsache, dass es ein Reichspropagandaministerium gegeben hat, als eine neue Institution mit Goebbels und der ganzen Reichskulturkammer, die gegründet worden ist. Also das Bewusstsein, dass man in dem Bereich von Kunst, Kultur, Unterhaltung viel tun muss, um diese Volksgemeinschaft zu einen und sozusagen gegenüber den Gemeinschaftsfremden abzugrenzen und die Ausgrenzungspolitik auch durch Vereinnahmung gleichsam zu demonstrieren, das ist ganz klar. Und ich denke, in diesem Sinne der Wettbewerb, die Leistungen etwa auch der Filmindustrie, ja, die Ablösung gewissermaßen der deutschen Filmindustrie durch Hollywood passiert ja erst im Laufe der 30er Jahre, also wo sich die Gewichte verschieben, auch aufgrund der Emigration dann von Kulturschaffenden. Und das, was Sie angedeutet haben in Bezug auf Thomas Mann, also die aversen Reaktionen auf seine Reise nach Weimar und nach Frankfurt im Goethejahr 49 dann auch, die haben ihn sicherlich darin auch bestärkt, eben nicht nach Deutschland zurückzugehen, sondern in die Schweiz. Und viele andere sind ja auch aus der Emigration nicht zurückgekommen. Andere sind voller Enthusiasmus und Überzeugung in die DDR gegangen oder nach Ostdeutschland gegangen und dann eben in der frühen DDR oftmals dann auch wieder in den Westen gewechselt. Also das zeigt aber, dass in der Tat der Kulturbereich ganz eigene Beachtung verdient. Und es hat übrigens auch lange gedauert, bis jemand im Bereich der NS-Forschung sich mal getraut hat, gewissermaßen das Thema Kultur im Dritten Reich in einem Band zusammenzufassen. Man wusste sehr vieles über einzelne Figuren, über einzelne Aspekte, aber es ist eigentlich jetzt eine Arbeit von Moritz Völlmer vor einigen Jahren in einer, klingt jetzt ein bisschen komisch vielleicht, aber eine Reihe, die ich herausgegeben habe, können Sie, wenn Sie dieses Thema speziell verfolgen wollen, vielleicht das mal zur Hand nehmen, dann sehen Sie sozusagen auch, welche Bedeutung dieser Kulturbereich, diese kulturellen Funktionseliten im Nationalsozialismus tatsächlich hatten. Noch eine letzte Frage. Ja, es gab ja einen ungeheuren Braindrain, würde man heute sagen, der jetzt in Russland stattfindet. Durch diesen Verlust von geschätzt 30% der Hochschulprofessoren, die ins Ausland gingen, die zum Teil auch gefasst und verschleppt und getötet wurden in KZs. Gab es denn
um diese Menschen aus der Diaspora zurückzuholen, irgendwelche Bemühungen aus Deutschland, vertriebene Hochschulrektoren, Dekane, sonstige Angehörigen der Intelligenz, die ja auch damals ganz wesentlich beigetragen hatten zu der herausgehobenen Stellung von Deutschland. Man braucht jetzt nicht die Zahl der Nobelpreise zu bemühen oder so, das ist ja alles bekannt. Gab es irgendwelche Aktivitäten, diese Menschen, so sie denn wollten und so sie sich dem Deutschland als Heimatland noch verbunden fühlten, wieder zurückzuholen, in ihre alten Positionen wieder einzusetzen, ja auch als Garantieteil, sagen wir, der Bewältigung von altem Unrecht, als Wiedergutmachung und als Sicherstellung eines demokratischen Deutschlands. Es gab nicht wenige, die auch schon mit den Besatzungsmächten, gerade die Jüngeren, als Besatzungsoffiziere zurückgekommen sind und ihren Beitrag geleistet haben, etwa auch zur Entstehung des Grundgesetzes. Hermann Simon ist so ein Beispiel, das mir gerade in den Kopf kommt. Es gab etliche Ältere, die später gekommen sind, in der frühen Bundesrepublik dann oder nach Berlin, die politische Wissenschaft an der Freien Universität, sind viele zurückgekehrte Emigranten, die hier ihren Beitrag leisten. Löwenthal ist ein Name, den man hier nennen kann, etliche andere. Es gab nie sozusagen die große Geste politischerseits, kommen Sie zurück. Das gab es in der Form nicht. Es gab sehr früh einzelne Bemühungen, etwa in Frankfurt am Main, der damalige Oberbürgermeister. Das hängt dann auch zusammen mit der Rückkehr des Instituts für Sozialforschung in Frankfurt, Horkheimer Adorno. Und es gab sozusagen private oder halbprivate Korrespondenzen zwischen Hochschullehrern, die sich kannten, die den Kontakt wieder aufnehmen und so weiter. Aber sozusagen die große gesamtstaatliche Geste gab es nicht. Die konnte es natürlich als gesamtstaatliche Geste auch vor 1949 nicht geben. Und insofern ist dann aber Anfang der 50er Jahre sozusagen auch die Zeit darüber hinweg. Ein Teil ist, wenige sind zurückgekehrt. Für andere ist es inzwischen aufgrund der neuen Orientierungen und Karrieren gar keine Option mehr. Andere kommen nach ihrer Emeritierung zum Teil zurück, dann in den 70er und 80er Jahren. Also es ist ein gemischtes Bild, aber es ist ein Bild, wo die große Geste nie stattgefunden hat. Gut, dann sage ich nochmal großes Dankeschön für den wunderbaren Vortrag. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie so interessiert zugehört haben, denn die Fragen, die daraus resultiert sind, die waren ebenso spannend. Wir hätten im Netz hätten wir noch einige Fragen offen gehabt, aber das Publikum im Raum hat da Priorität. Also nochmal großes Dankeschön. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und Sie sind alle noch zum Umtrunk eingeladen. Vielen Dank.